Ja, und hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Life is Strange Before the Storm. Oh, mein Spiel ist gerade, ich wollte gerade weitermachen, fortsetzen natürlich. Denn wir sind ja hier immer noch mit der Entscheidung beschäftigt, ob wir den David jetzt sofort hier anprangern und sagen, er hat das Zimmer durchsucht oder sagen, genialer Plan, Leute, hier, er hatte also noch mal ganz kurz nur, er hat uns ja angeboten, von wegen uns jetzt ab jetzt zu vertrauen. Und das ist ja jetzt auch wieder ein Friedensangebot, die Mutter ist dabei und so weiter und so fort. Und prinzipiell haben wir ja was ganz anderes vor, ne? Wir wollen ja den Truck zum Laufen bringen und brauchen deshalb die Werkzeugkiste aus der Garage. Deshalb denke ich, wir willigen jetzt einfach mal wieder bester Wille und hier beste Absichten. Wir willigen ein und sagen, ist ein genialer Plan, Leute. Well, this sounds like it's doomed to fail, but hey, kudos for trying. Das wollte ich so gar nicht Chloe. sagen. What? I really meant it. Good job. Das Can we be done now? war so doch gar nicht gemeint. Das wollte ich so auch nicht sagen. Wait, one second. Don't go, Chloe. I've been meaning to show you something. Maybe now's a good time. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit, two tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Mann! Leute! Ach Scheiße, ganz ehrlich jetzt wieder, Mann! Also, der David. Wir wissen jetzt ja nicht, was er im ersten Teil gemacht hat. Okay, das lassen wir jetzt mal ganz raus. Wir wissen aber, wie er sich verhalten hat die ganze Zeit. Gerade noch hier Zimmer durchsucht und bla bla bla. Und ich muss sagen, was sie gerade gesagt hat, das wollte ich so nicht sagen. Ich dachte wirklich, sie sagt hier, komm, ist okay, ne, lass gut sein, ich gehe jetzt mal Werkzeugbox holen. Sie hat es aber doch sehr sarkastisch rübergebracht. Das fand ich ehrlich gesagt nicht so gut. Nun gut, aber er hat uns jetzt da hier seine Geschichte erzählt und ja, ich meine, gut, er ist so ein Armeemann und hier und ja, er hat seinen Kompagnon verloren. Das kommt leider vor. Das ist jetzt nicht selten, dass wenn man da im Einsatz ist, dass man seinen besten Kollegen da verliert. Das tut mir auch wirklich leid für ihn.
Ich meine, da ist, ne, da hat man ja irgendwo schon vermutet, dass da mehr hintersteckt, seine Art und alles und bla. Und ich glaube sogar, dass er ein netter Kerl ist. Er ist aber einfach durch alles, was er erlebt hat, halt irgendwie ja hart geworden und ja diszipliniert und sowas. Und ich finde einfach manche Sachen, die er in der Vergangenheit mit uns gemacht hat, zum Beispiel hier Werkzeugkiste vom Vater drüber lachen, dann hier dieses du Disziplin, 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 das ist ne, für jemanden, der seinen Vater verloren hat und sie ist nun mal ein Mädel. Erstmal das, ein junges Mädel, ne? Da kann man nicht einfach sagen, ja hier, ne, musst du stark sein und so, Armee. Ich meine, er zeigt ja jetzt auch ein bisschen Gefühl und so weiter und so fort und ja, prinzipiell bin ich geneigt, es anzunehmen, aber prinzipiell bin ich geneigt, es abzulehnen. Wir haben schon mal versucht, sein etwas anzunehmen auf dem Parkplatz, dass ich ihm gesagt habe, komm, ist okay, schwamm drüber, ich packe jetzt hier die Taschen aus, bla bla und so weiter und so fort. Und da hat er uns auch, ne, in den Popo und so. Also, ne, so, ne, ihr wisst, was ich meine. So, aber natürlich, es, ne, es hat jetzt noch nicht mal, ich meine, ich würde meiner Mutter natürlich eine Freude machen und so weiter und so fort. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, wie es mit Rachel weitergeht. Wir haben ganz andere Gedanken jetzt. Aber nur um diese Sache jetzt mal einmal nur zu, ja, ja. Das ist so schwer. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Es tut mir leid, wenn ich hier so rumstotter. Aber ich versuche, meine Gedanken jetzt darüber irgendwie auszudrücken. Und die sind aber noch nicht so ganz, also die kann man noch nicht so in Worte fassen. Ist da, also ich möchte jetzt auch nicht so viel bla bla wieder. Ich möchte schon, nee. Merkt da? Also, mein erster Gedanke war, ich nehme das Angebot an. Einfach, weil ich, weil er uns eine Erklärung geliefert hat. Ob die jetzt sentimental ist oder nicht, aber er hat uns eine Erklärung geliefert, dass er so hart ist irgendwo, finde ich. Also es erklärt das irgendwo. Er hat gezeigt, dass er schon weiß, was wir irgendwie durchmachen. Er hat auch einen Menschen, einen guten Kollegen verloren. Er war dabei, Sprengsatz und alles. Und er gibt uns jetzt, ich sag jetzt mal, sein Heiligstes, das Letzte oder ein Foto von ihm und seinem Kollegen da, der jetzt leider tot ist. Und das ist, ich finde, das ist schon wirklich ein, für ihn ein Schritt, ein wirklich großer Schritt. Und ich finde, wir sollten ihm jetzt nicht vor den Kopf stoßen. Deshalb nehme ich das Angebot an. Ob er es jetzt verdient hat oder nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber naja, ich nehme es an. Jetzt. Ich hoffe, dass Chloe da auch wirklich. David looks so young. And this Phil guy. They look close. Ja, ich hoffe, dass die Chloe das jetzt auch wirklich ja, in Ehren hält irgendwie, also dass sie da jetzt den, auch wiederum den David irgendwie nicht verletzt. Also mit ihrer schnuddrigen Art manchmal. Das möchte ich jetzt nicht, weil wir haben es ja angenommen und ich möchte seine Gefühle auch nicht mit Füßen treten. Versteht er? Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right, all right. Okay, wir können jetzt endlich in die Garage im Werkzeugkasten What holen. The hell? Wenn wir ihn noch finden. Scheint, als wäre David gleich mit Sack und Pack eingezogen. Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick.
Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. Jo. Also, wie gesagt, ich finde, das war die richtige Entscheidung. Ich finde, das war die richtige Entscheidung irgendwie. Weil hätten wir ihn jetzt wieder vom Kopf gestoßen, ich meine, so machen sie sich keine Sorgen erstmal. Ich meine, sie machen sich generell Sorgen. So, ne, das, aber es ist, egal, was jetzt noch passiert, wir sind irgendwie im Guten auseinandergegangen erstmal. Versteht ihr, wie ich meine? Es ist jetzt nicht, weil ich darauf hinaus wollte, sondern, ja, weil ich auch irgendwo den David irgendwo verstehen kann. Was soll ich noch dazu sagen? Jo, wir haben jetzt ganz andere Probleme. Nämlich, wir müssen jetzt den Schacker reparieren. Und wie gesagt, da kommt ja jetzt das Treffen mit Frank. Da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt drauf. Come on. Okay, das war bestimmt sehr hilfreich. Damit kann man fast alles machen. Work with me here. Ich vermute, dass wir da gleich irgendwie selber tatkräftig. Ja, aua. Tatkräftig irgendwie mal helfen müssen. Better. But still needs a bit more love. Okay, ich bin. I can salvage this beast. I just need to find the right tool for each problem. Wir haben eine Nachricht von David. Super, ganz toll. Danke, dass du uns auch SMS schreibst. Ich bin also definitiv kein Automonteur. Ich habe keine Ahnung. Zahnriemen kenne ich. I can definitely see some problems. Ich sehe noch mehr Probleme. Ich muss nur nach dem richtigen Werkzeug gucken. Ja, aber woher soll ich denn? Okay, wir lesen erstmal die SMS, ja? Das kann ich. Das kann ich. SMS lesen kann ich. Von Victoria? Was will die Tante denn schon wieder? Gucken wir mal, okay. Okay, ich habe den letzten Satz schon gelesen. Klingt gut. So, es fängt an mit... Also hatte ich von Anfang an recht. Rachel Amber ist ein bösartiges Missstück. Ja. Oh ja, das ist sie absolut. Du hältst dich jetzt wohl für ihren Kumpel. Jep. Ich hab diese Schule so satt. Niemand hat sich gestern einen Scheiß für mich interessiert. Alles drehte sich um Rachel, Rachel, Rachel. Ja, logisch, du warst ja auch im Stück nicht dabei, Victoria. Oh Mann, wenn du ein schrecklicher Mensch bist... und es auf einmal alle erkennen. Ja, das ist einfach das Schlimmste. Ja, fick dich, Chloe. Ja, warum schreibst du überhaupt mit mir? Quatscht euch jemand anderen zu. Ganz ehrlich. Jo, so, und der David, was möchte er denn jetzt? Ja, Chloe, David hier. Hat Mama dir meine Nummer gegeben? Ja, hat sie. Ich habe gesehen, du hast den Werkzeugkasten deines Vaters mitgenommen. Arbeitest du an einem Projekt? Mehr oder weniger. Welche Art von Projekt? Sorry, ich bin gerade etwas beschäftigt. Nun, ich bin froh, dich an etwas Interesse zeigen zu sehen. Weiter. Weiter so. Das ist ganz ehrlich. Ich meine, er meint es lieb. Ich gehe jetzt davon aus, er meint es lieb. Wir haben uns ja gerade versöhnt. Herz offen und so weiter und so fort. Und Umarmung, Kuschel, Küsschen und so weiter, ne? Aber hat er uns davor nicht versprochen? Vertrauen und so. Das ist doch jetzt schon wieder sofort so... Ja, man kann es so und so auslegen, ne? Ich zeige Interesse. Oder, was machst du denn da? Welches Projekt denn? Und hier und da. Ich habe gesehen, dass du da was mitgenommen hast. Das ist doch schon wieder Kontrolle. Das ist doch...
Ich meine, er versucht es ja, ne? Er versucht es wirklich und ich glaube auch, er meint es nicht so. Und ich finde es auch toll, dass Chloe ihm geantwortet hat, ne? Sie hat gesagt, hier, ich habe ein Projekt, bin jetzt beschäftigt, fertig, ne? Ich weiß nicht, wo das noch alles hinführt. So, wir sind immer noch bei dem Problem. Ich dachte, das hätte sich von alleine gelöst. Nein, dann wollen wir doch mal, was machen wir denn? Sie hat gesagt, wir brauchen Werkzeug. Ja, wir haben ja schon ein Werkzeug. Wir gucken erstmal in die Anleitung. It's not like I need a manual. Ja. But I'm really glad it's here. Okay, so. Hilft uns das jetzt? Also, ohne Drungleine, Ambulanzlöffel, Riemen. Ja, ist toll. Da. Spannvorrichtung, Spannung mit einem 18 mm Steckschlüssel anpassen. Ja, das ist aber auch das Einzige, was da steht, wo wir eine Werkzeugangabe haben, ne? Haben wir denn hier ein 16, haben wir, Moment mal, ansehen. I bet Dad would have liked the idea of me also using da ist noch Schraubenzieher. Übrigens, Leute, das heißt nicht Schraubenzieher, das heißt Schraubendreher. Das weiß ich zufällig. Weil man zieht die Schrauben nicht raus, man dreht sie raus. Deshalb Schraubendreher. Merkt euch das. So, wieder was gelernt. So, eine Zange und dann denke ich mal, haben wir den 18 mm Schlüssel für was? Für was war das jetzt? Like hab ich schon wieder vergessen. Belt could use Verteilerkappe. Zahnriemen. Zahnriemen war es nicht. Einschüsse, meine. Überprüfen. So, Benzinfilter. Ich weiß es nicht. Wir fangen mal an zu überprüfen hier. This connection is okay, da ist eine Verbindung wackelig. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on okay, greifen würde ich jetzt mal sagen. Ich habe da eine Zange, nehme mal die Zange. Mit der Zange greift man was. So. Zange. Wir machen das jetzt ganz logisch, Leute. Wir machen das jetzt ganz logisch. Immer schön kombinieren. There. Fits like so. A deadly electric das glove. Haben wir schon mal. War schon klar, dass sie das vorhin nicht hier mit Hand anziehen kann. So, was haben wir hier? Das überprüfen wir auch. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Was Kleines, um das da wegzukratzen. Ja, vielleicht mit dem Schraubenzieher, Dreher. Ihr wisst schon. The serpentine belt could use some help. Ja, ich nehme mal den Schraubendreher. Das macht mich krank, wenn das Schraubenzieher steht. So, Verteilerkappe. Dann versuchen wir es doch da mal mit wegzukratzen. Vielleicht geht das. Bisschen sauber machen damit. That should help keep shit distributed. Oh. Well, fuck. Also kaputt gemacht. Ja, komm, das lesen wir gleich mit irgendeiner Warnung hier. Wieder anbringen. Machen wir mal. Go back from whence you came. So. Haben wir auch. So, kühler Verschluss. Gucken wir auch mal. This thing seems pretty gunked up. Ja, nicht mit den dreckigen Händen da an die schönen neuen blauen Haare. Achso, da müssen wir gar nichts machen. Sie kümmert sich um was anderes. Kümmern wir uns hier drum. Was ist das? Einfach mal Hand reinstecken. Der ist lose. Ja, vielleicht auch mit dem Schraubendreher. Nothing doing. Okay, wohl nicht. Was haben wir denn noch zum Anziehen? Ja, wir haben die Zange und den Schraubenschlüssel noch. Nehmen wir doch mal den Schraubenschlüssel. Können wir das damit hier anziehen? Hat der Zahnriemen, okay. Ja, doch. Sieht doch gut aus. Viel besser, ja. Much better. So, dann haben wir hier noch den Benzinfilter.
Mensch, hier lernen wir ja richtig, wie man ein Auto repariert. Das muss ich morgen auch mal versuchen. Schauen wir doch mal, ob ich mir das alles gemerkt habe. Ich meine, mein Auto läuft, aber man kann doch mal hier so ein bisschen und da ein bisschen mal gucken. Ne? Sieht bestimmt gut aus, wenn ich dann da so an der Straße ganz geschäftig an meinem... obwohl, das lasse ich vielleicht lieber, weil, wie gesagt, es fährt noch. Ich möchte, dass das so bleibt. So, hat sie das jetzt einfach rausgenommen oder was? Was? Pusten. Ah, pusten. Maybe. Ii. Das ja. Bäh. Sick. Gut, dass sie gepustet hat. Nicht, dass sie das... Ne? So. So. So, weiter geht's. Oder nicht? Hallo? Da war doch noch was. Hallo? Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. Nimm doch die von David. Der gibt er die bestimmt gerne. Die war nämlich neu, hatte er gesagt. Oder klau sie aus dem anderen Auto. Ach, wir wissen, welches Auto das ist, ne? Please. I need you. Sitzen wir jetzt wieder im Truck, oder? Läuft das jetzt? Ja, Alter, sauber. Hey, ich musste gar nicht mehr viel machen. Sehr gut, sehr gut. Chloe, hast du gut gemacht. Sieht auch richtig nach Arbeit aus. Sag nicht, du willst dich schon wieder umziehen. Ja, gut aus, gut siehst du aus, Mädel. Hey, Junkyard Queen. Where are you at? Wie hat sie das denn jetzt so schnell sauber gemacht? Hey. Holy shit. Your hair. It's so... badass. Exactly. Hey. Not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Hey, Price. Nice wheels. Danke. You're early, Frank. What's the occasion? It's his Oops. Fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? Hey. I thought we were cool after that Drew North thing. Don't you want to be cool? Ja, hi erstmal. Leute, ich habe ein bisschen Angst gerade. Das wird nicht gut ausgehen. Egal, was wir sagen. Fick dich, fände ich jetzt unhöflich? Alles cool wird ihn auch nicht beruhigen. Der hat schon eine Narbe quer im Gesicht. Der ist das... Hallo? Sollen wir nicht erstmal einen Kaffee trinken gehen?
Ja, Leute, ganz ehrlich, ich weiß, ich lasse euch schon wieder im Regen stehen hier mit dieser Entscheidung, aber ihr habt sicher schon gemerkt, das Video muss langsam enden, weil hier Zeit und so. Und ich lasse euch schon wieder hier mit so einer Entscheidung stehen, die wir erst nächste Folge treffen. Es tut mir leid, aber da kommt jetzt garantiert noch ein ganz, 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 ganz böses Ende, oder nicht, also nicht Ende, sondern, ne, ihr wisst, was ich meine, und da möchte ich nächste Runde mit starten, also, dass wir da auch nichts verpassen, das weiß, also, ne, ihr versteht schon. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag, einen schönen guten Morgen oder eine gute Nacht, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da, wenn ihr was zu sagen habt, und, ja, ich würde sagen, ich beende jetzt ganz schnell diese Folge, damit ich die nächste eventuell gleich noch starten kann für euch, und dann packen wir das eventuell zusammen. Also, ne? Also, ich sag aber jetzt schon mal tschüss, ne? Also, tschüss.